Wir treffen uns heute zu einer kulinarischen Führung in Münster-Maifeld. Der Wirt teilt mir schon mit, was uns später erwartet. Für mich bedeutet Gastronomie einfach ein Stück Lebenskultur. Ich wünsche mir, dass unsere Gäste bei uns sich wohlfühlen, die einfach ein paar schöne Stunden verbringen bei uns und die Sorgen des Alltags so ein kleines bisschen hinter sich lassen. Und wünsche mir immer von meinen Mitarbeitern, dass die Gäste fröhlicher nach Hause gehen, wie sie zu uns kommen. Gespannt sind wir, welche Spezialitäten hier aufgetischt werden. Doch vor dem Speisen im Landhaus werden wir durch die Zeit geführt und sind schnell erstaunt, wie viel Geschichte in diesem kleinen Ort versteckt ist. Mit Walter Meurer haben wir sogar einen Führer, der hier in der Straße aufgewachsen ist. Kein Wunder, dass er uns viel erzählen kann über die gepflasterten Gassen mit den Fachwerkhäusern und das Kloster. Wohin die Führung geht, das ist bei Herrn Meurer jedes Mal anders. Er weiß ja Bescheid, da kann er spontan schauen, was die Leute noch alles interessieren könnte. Nichts für Leute mit Höhenangst ist der Wasserturm. Er wird schon lange nicht mehr als solcher genutzt. Daher können wir die Treppen hinaufgehen und über das Maifeld zwischen Koblenz und Mayen schauen. In Gärten hier im Ort und auf die ungezählten Höfe, die sich über das Land erstrecken. Das nennen wir es die Nierburg. Und hier die Kuppe, die oben so die Spitze gerade rauskommt, ist die Hohe Ach. Und natürlich sieht man auch den wahren Mittelpunkt des Ortes, die Stiftskirche. Sie wird auch als Eifeldom bezeichnet. Die Zinnen an ihrem Turm lassen sie schon von weitem so aussehen, als ob Münster-Maifeld eine mächtige Burg habe. Von hier aus haben Martinsbrüder bereits vor 1500 Jahren das Umland christianisiert. Die ältesten Steine der Kirche wurden noch früher aufeinander gesetzt. Unterhalb des Heimatmuseums hat ein Künstler die Geschichte der Region nachgebaut. Nicht die Geschichte der letzten 100 Jahre, sondern die stolze 2000-jährige Geschichte. Anhand der Figuren in Schaukästen können Schulklassen die regionale Geschichte einfach erfassen. Sie haben schon sehr vieles hier gemacht und sich sehr viel mit der Heimat beschäftigt. Wie kommen Sie denn dazu, hier ehrenamtlich Führungen zu machen? Warum bieten Sie das an? Ja, ich bin einer von hier und bin ein bisschen durch Deutschland und auch durch Europa gereist und habe immer viele schöne Stellen gesehen, zu denen Menschen hinfahren. Und es gab hier in Münster-Maifeld eine Gruppe Menschen, die sich mit dem Thema Stadtführung beschäftigt hat. Und er hat mich begeistert und so kam ich da hinzu. Ja, und bin jetzt einer von 10 Kolleginnen und Kollegen und mache das sehr gerne. Die Stiftskirche ist nicht das einzige Gotteshaus in Münster-Maifeld. Die Synagoge wird jedoch seit den Pogromen in der Nazizeit nicht mehr genutzt. Nun gibt es hier eine Ausstellung zur Vertreibung der Maifelder Familien, die einen jüdischen Glauben hatten. In mühevoller Kleinarbeit wurde die Synagoge wieder hergerichtet, ebenso wie viele Bauernhäuser im Ort. Auch zu Zeiten, in denen hier fast alle von der Landwirtschaft gelebt haben, hat man sich große Mühe mit der Verzierung der Häuser gemacht. Aus dem kleinen Spaziergang wurde eine Tour von über 2,5 Stunden. Nun haben wir uns auch das regionale Essen verdient. Es gibt mehrere Gänge. Sie haben eigene Kreation in der Küche mit einem Bezug zur Region. Was gibt es da so? Ja, ganz speziell ist bei uns die Kartoffel, die Maifelder Kartoffel. Das ist eine der Hauptlandwirtschaftsprodukte hier auf dem Maifeld in unserer Region. Und die Kartoffel haben wir praktisch als Mittelpunkt unserer Speisekarte gemacht, haben etliche Gerichte um die Kartoffel rum kreiert, zum Beispiel eine Eifelpizza, das Gratin. Maifelder Kartoffelgratin mit verschiedenen Zutaten und dann haben wir natürlich die klassische Kartoffelsuppe, aber die ganz große Besonderheit unseres Hauses ist unser Eifler Landhausschnitzel, eine Spezialität, in der frisch geriebene Kartoffel genommen werden und wir haben dann verschiedene Fleisch-Fischsorten, auch vegetarische Alternativen, Tofu, Ziegenkäse, Schafskäse und das wird in diesem Kartoffelmantel praktisch gebraten wie ein Päckchen, in einem knusprigen, wird praktisch knusprig gebraten und serviert. Das Eifler Landhausschnitzel hat auch die Besonderheit, dass es ein kleines Patent hat, einen Markenschutz, darf es also nur bei uns und gibt es nur bei uns im Haus.
Der Tourismus ist hier noch ziemlich im Wachsen, weil Münster-Maifeld hat viel Potenzial. Was kann hier noch alles passieren? Was kann sich hier noch tun? Ja, hier kann sich noch ganz viel tun. Die Maifelder waren eine geschlossene Gesellschaft, wenn man so will. Man lebte gut von der Landwirtschaft und dachte über viele Jahre, es geht so weiter. Aber das kam anders und das geschichtliche Potenzial der Stadt Münster-Maifeld ist enorm. Wir können in 2000 Jahre zurückgehen und von da berichten ganz viel. Und ich denke, das motiviert viele Menschen zu uns zu kommen mittlerweile. Wir bieten Führungen seit 10-12 Jahren an und die Zahl der Menschen und der Führungen wird von Jahr zu Jahr mehr. Die Hintergründe sind sicherlich Stadtmauer, Stiftskirche, ein Kloster, was wieder eingerichtet worden ist, die Herren- und Stiftsstraße, die Stiftsherrenhäuser, der Bur und vieles, vieles, vieles mehr. Kulinarische Stadtführung gibt es auch in Speyer, Mainz und Worms, in Deidesheim oder Landau und in vielen weiteren Städtchen, bei denen es sich lohnt, lecker zu schlemmen und einer bewegten Stadtgeschichte im Spaziergang durch die Jahrhunderte beizuwohnen. Oder sogar durch die Jahrtausende, wie im früheren Wallfahrtsort Münster-Maifeld.